So, hier sind wir. Und es war eine irgendwie herausfordernde Woche innerlich. Weil man muss auch mal bedenken, wir sind in der Natur. Also jetzt gerade nicht, jetzt sind wir auf einem Stellplatz, um Wasser und Strom und so aufzufüllen. Wir konnten mal wieder duschen und so. Das hat richtig gut getan. Aber die ganze Woche waren wir in der Natur, wo keine Menschen waren und wir haben keine Termine, wir haben keine Aktivitäten, wir haben keine To-Dos und wir sind einfach da. Und da muss man erstmal drauf klarkommen, dass plötzlich nichts da ist, außer dieser große Berg, dieses Album, dieser große Berg an Erwartungen von meiner Seite. Also was ich spüre, ich muss viel irgendwie mit meinem eigenen Druck oder meinen eigenen hohen Erwartungen umgehen. Und spüre, dass dieses Album, da steckt irgendwie ganz schön viel innere Arbeit auch oder vielleicht Erkenntnis drin. Und ich bin einfach so dankbar für alles, was wir haben, den Bus, einander, euch, dass wir das Leben mit der Musik machen können, dass das Crowdfunding so gut läuft und so. Bin ich so dankbar. Heute habe ich gesagt, wenn wir nur Geld hätten, um uns ein Airbnb zu holen, für ein paar Tage. Und dann habe ich gesagt, wären wir dann wirklich glücklich? Genau, und dann habe ich gespürt, nee, das weiß ich eigentlich schon, dass wir mit mehr Geld auch nicht unbedingt glücklicher wären. Das heißt nicht, dass ihr nicht trotzdem uns unterstützen könnt beim Crowdfunding. Wir haben nämlich eine Flasche Sekt dabei und wenn das Crowdfunding voll ist, dann trinken wir die. Machen wir hier Party. Und dann sind wir tatsächlich wirklich glücklich. Ja. Okay. Aber wir könnten ja auch schon vorher glücklich sein. Genau. Genau. Ja. Und das Spannende ist ja irgendwie auch, dass wir, bevor wir losgefahren sind in den Norden, wussten wir irgendwie beide schon, dass Bloom für uns irgendwie ein besonderes Album ist. Das wir haben so im Witz, aber irgendwie auch nicht so wirklich gesagt, also wenn wir Bloom geschafft haben, dann schaffen wir alles. So, wenn wir dann noch Musik machen zusammen, dann schaffen wir irgendwie alles. Und ich glaube, das ist auch wirklich so, weil ja, irgendwie auch voll viele Songs auf diesem Album drauf sind, wo es eben genau darum geht, sich mit seinen eigenen Schatten auch auseinanderzusetzen. Und diese Schatten kommen natürlich hervor, wenn im Außen nichts passiert. So, wenn man mit sich alleine irgendwo ist. Momo, bist du hoch? Komm! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, oh. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hier, komm! Hier, komm! Momo will auch aus Video. Gestern ist uns die Dieselheizung kaputt gegangen. Das heißt, wir haben jetzt keine Heizung. Das ist irgendwie witzig. Genau, und jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, es kommen natürlich dann auch so Fragen. Wollen wir jetzt weiterfahren oder zurück? Können wir das reparieren oder ist es egal? Was uns ja auch beschäftigt hat, was wir auf Instagram schon angesprochen haben, ist die Frage, warum wir überhaupt CDs pressen lassen wollen. Eine Freundin von uns hat uns das auch gefragt und es hat uns irgendwie beschäftigt. Also klar haben wir uns schon damit auseinandergesetzt, bevor wir das Crowdfunding gestartet haben. Aber irgendwie haben wir uns jetzt nochmal viel tiefer damit auseinandergesetzt. So eine CD, das ist einfach so ein Kunstwerk für uns als Musiker, aber auch als Künstler. Das ist was ganz anderes, also für uns als nur ein Online-Release zu machen. Einfach diese CD in Händen zu halten und die auch verschicken zu können. Ja, das ist eins, das ganze Artwork, was ich ja auch mache. Aber auch eben die Songs, die in einer ganz bestimmten Reihenfolge auch auf dieses Album kommen, die eine ganz bestimmte Geschichte auch erzählen. Und es ist einfach ein komplett anderes Hörerlebnis, als es nur online zu hören. Ja, und ich glaube, es gibt verschiedene Menschen und manche haben eben noch CD-Player im Bus oder CD-Player zu Hause. Und das andere ist ja auch das Generationenübergreifende, dass viele Kinder CD-Player haben oder ältere Menschen noch keine Smartphones oder kein Spotify oder so haben. Und darum war es uns wichtig, auch CDs zu drucken,
um einfach die Musik allen oder so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Und darum haben wir es natürlich auch auf allen Plattformen und so. Ja, für mich ist es immer was ganz Besonderes, so ein Artwork für unsere CD zu machen. Und du wirst ja das Album-Artwork für Blumen auch jetzt hier auf der Reise machen. Hier unten wahrscheinlich, gern. In unserem kleinen Atelier. Ja. Und da ist Ruben auch immer voll die Inspiration für mich, weil Ruben, der nimmt sich dann einfach einen Pinsel und dann malt er was und dann entsteht was voll Schönes daraus und ich setze mich dann so hin und dann ist dieses weiße Papier und ich denke darüber nach, was könnte ich jetzt malen, und dann male ich was und bin total frustriert und ja, und ich liebe dieses Kindliche einfach so. Ich setze mich hin und ich male was. Mhm. Ja, während du Gitarre spielst, Akkorde. Selina macht manchmal Akkorde, da denke ich mir, wie kommst du da drauf, so solche Akkorde zu bilden? Das ist der höchster Jazz. Aber es kommt halt aus dieser kindlichen Neugier. Das ist eben das Schöne. Einerseits kann uns Wissen voll weiterbringen und andererseits auch eben die Unwissenheit. So, ja, weil Wissen uns auch voll oft blockieren kann. So. Und Unwissenheit und machen man halt mal irgendwas. So. Ja. Und morgen geht's dann wieder zurück in die Natur für einige Tage. Ja, und dann mal gucken, wie die Reise weitergeht. Also wir haben ja jetzt auch, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo quasi wir wieder mehr Diesel-Dankeschöns bräuchten, so, um die Reise überhaupt fortsetzen zu können. Richtung Stockholm. Und vielleicht braucht es auch gar nicht, ja, weißt du? Weiß. Vielleicht kommt es nicht zusammen und wir fahren einfach von hier aus wieder zurück nach Deutschland. Hier ist auch schon mega schön. Ja, voll. Und wir haben die 13 Songs an die Tür geklebt, da hängt eine Liste. Ja. Denen widmen wir uns jetzt erstmal akustisch die nächsten Tage, denke ich, dass wir nochmal zurück zu den Basics gehen und sie einfach ganz viel singen, auch am Feuer. Ich denke, wir werden viel Kakao trinken und uns bewusst einfach nochmal mit dieser Idee von Blum verbinden. Und das Crowdfunding läuft noch 15 Tage. ja, guck voll gerne rein. Es gibt noch super schöne Sachen. Es gibt zum Beispiel Originalkunstwerke auch von mir. Das ist das erste Mal, dass ich Originalkunstwerke verkaufe. Eins ist schon weggegangen und das hat mich voll berührt. So dieses erste Kunstwerk, das ich jemals in meinem Leben verkauft haben werde. So. Und ich verkaufe, oder wir verkaufen auch die Originalkunstwerke vom Feuer und Eis Album. Also es war das zweite Soloalbum von Ruben und da war ich schon mit dabei, noch nicht musikalisch, also ein bisschen, aber hauptsächlich eben mit dem Album Artwork. Und jetzt verkaufen wir diese Originalkunstwerke von diesem Album und das fühlt sich auch total besonders an, weil die natürlich für uns auch irgendwie von großer Bedeutung sind, weil das so die Anfänge von unserer gemeinsamen Arbeit auch sind. Voll schön! Danke, dass du dir Zeit genommen hast, das Video zu gucken. Ja. Schön, dass dich unsere Reise und unser Album interessiert. Wir freuen uns auf dich. Schreib uns. Ja. Wenn es dich zieht, wenn du Fragen hast, wenn du... Ja, schreib uns. Bis dann.